Arne ist offiziell ein Mongo. Ich auch. Rushed sowieso, weil er mir meine 5 Leben geklaut hat. Beziehungsweise meinen Stern. Aber Arne hat uns gerade den ganzen Part versaut. Ja, und jetzt kannst du gar nicht mehr wütend auf mich sein, weil er wütend auf Arne ist. Richtig, ich kann das immer nur mit meinen Synapsen auf einer Person gleichzeitig übertragen. Deswegen machen wir jetzt alles nochmal, aber ich habe in der ursprünglichen Aufnahme eh nichts gerissen, deswegen habe ich Arne schnell eine SMS geschrieben gehabt, dass er mal anrufen soll, um den Part zu zerstören, war alles intrigant gemacht. Du kannst jetzt auch nicht lügen, du kannst schon sagen, dass du bis Welt 4 gekommen bist. Ja, okay. Was steht denn jetzt an? Wie schlecht war ich denn in dem Part davor? Das kenne ich gar nicht von mir. Will ich jetzt die Pyramide oder nochmal Level 1 machen? Das kannst du dir aussuchen, Scully. Ja, letztes Mal bin ich ja durch die Pyramide, also bei der verlorenen Aufnahme bin ich durch die Pyramide gesegelt wie ein junger Gott. Deswegen mach ich das ja einfach nochmal. Bis der erste Gegner kam, ne? Genau. Hey, jetzt vereitle nicht meinen schönen Plan, dass ich hier jetzt erzähle, wie genial ich bin, obwohl du hast schon erzählt, dass du immer gestorben bist. Ja, aber du hast es dann schön wieder verleugnet. Ja, aber wenn ich was verleugne, wissen die Leute, dass es stimmt. Scheiße. Boah, das war voll nötig, dass ich mir eine Feder hier vorgenommen habe. Ja, richtig. Ja, richtig. Lol. Ich sah, dass sie irgendwann wieder rauskommen aus ihrem Panzer. Ah! Geht das nicht? Doch, das geht. Doch. Du musst halt deinen Schwanz da voll gegenhauen. Kein Thema. Oh. Ja. Scheiße. Tja. So eine Seefahrt, ne? Die ist scheiße. Jetzt stirbst du noch. Der nächste. Aber das Level ist ja ziemlich doof, soweit war ich aber, glaube ich, noch nie, oder? Feinlich, ich glaube nicht. Ei, 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 Herr Kapitän. Ist eine Wand und Scully, der ist scheiße. Frechheit. Ach, Arne. Ja, echt. Vorhin hat Scully das so bravourös gelöst, ne? Und jetzt ist... Soll ich den mal mitnehmen? Mhm. Braucht man den nochmal? Soll ich mal den Knaller zünden, ja? Wofür denn? Zünd den Knaller, da hinten kommt noch eine Wand, glaube ich. Pass auf, er wackelt! Ich habe ihn gerade losgelassen, da kam er leider raus. Hat er gesagt, Mo! Gibt's auch Gegner, die nicht rauskommen? Weiß ich nicht. Vermutlich schüchterne schwule Koopas, die kommen wahrscheinlich nicht raus. Die Armen. Ja, tut mir auch leid. Tennissocken! Bam! Schade, dass das geht. Rektale Tennissocken-Einführung. Ein Baumwollkondom. Hast du einen Hammer gefunden? Das ist echt der Hammer. So, jetzt machen wir das einfach nochmal. Ja, ich meine, ich könnte das ja jetzt auch machen, ne? Hast aber gerade keine Lust, oder? Nein, ich könnte mir jetzt ein Bier holen. Nee, das könnte ich jetzt auch machen. Nee, ich nicht. Scully! Ich will das nicht, Rushed. Kann ich Warum ist da überhaupt so eine Tür in der Pyramide? Ich meine, die bauen hier so eine altmodische Pyramide und dann ist auf einmal so eine Holztür. Also wieso ist da überhaupt wieder eine Tür in dem Level, dass man da wieder raus kann? Das ist sonst nie in Mario. Warum geht die Tür in beide Richtungen auf? Das ist eine Schwungtür. Den Knauf auf derselben Seite. Das ist eine Schwungtür. Ja, aber die hat den Knauf auf derselben Seite und funktioniert trotzdem in dieselbe Richtung. Das ist eine Schwungtür. Nein, das macht dann aber keinen Sinn. Das ist eine Schwungtür. Du bist eine Schwungtür. Bin. Nein! Ah! Beste Szene, Scully. Bester Mann. Wieso bin ich. Wieso mache ich das eigentlich immer wieder? Vergiss nicht. Wenn ich einmal einen Fehler mache, ist es meine Schuld. Wenn ich zweimal einen Fehler mache, ist es. Nee, halt. Wenn ich einmal einen Fehler mache, ist es deine Schuld. Wenn ich zweimal einen Fehler mache, ist es meine Schuld. Und wenn ich tausendmal einen Fehler mache, dann war es der Wettermann. Nee, dann ist das Spiel schuld. Nee, dann ist Arne schuld, genau. Arsch. Ja, Arne ist sowieso schuld, das haben wir ja schon klarifiziert. Ja. Und Laudings eigentlich auch. Ja, jetzt muss ich erstmal Kallas Flöte nachbesorgen, ne? Der will die nämlich gepustet haben, hat er gesagt. Ja, das ist wichtig, dass du jetzt dir schön einen pusten lässt. Damit haben wir jetzt auch alle 3 Flöten. Ja, das Kalla hat nämlich 3 Flöten, musst du wissen. Deswegen kostet es auch 150 und nicht nur 50. Ach so, ich verstehe. 3 Flöten, das ist ja echt eklig. Du hast auch 3 Flöten, hast du gerade gesehen. 3 Luigis hast du. Richtig, 3 Löten. Er hat eigentlich voll den... Football-Schädel, so Herr Arnold-mäßig, ne? Auf einmal. Hast du es gesehen? Nein, ich habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ich schieb hier voll den Endstress wegen diesem ersten Gegner. Nee, keine Wassermelone, Honigmelone. So. Und wegen dem zweiten Gegner. Der erste ist ja nicht schlimm, der hier ist der Killer. Der hat da schon im Gesicht geschrieben, ich bin der Killer. Kann man... Nein, man kann nicht über den drüber, schade. Aber... Du wärst gewesen, wenn du hochgeflogen wärst und der Pilz noch rausgerollt wäre, und zwar in die andere Richtung. Gut zu wissen.
Willst du mal das erste Level machen? Ich will die Pyramide schaffen. Ich will das machen, Rush. Selbst wenn es jetzt den ganzen Part geht. Oh, he's the me. Pasta la. Was? Pasta, pasta. Pasta. Ja, pasta. Pasta ist auf Spanisch übrigens auch so ein Wort wie für Geld, so wie bei uns Zaster. Zaster und Pasta. Also das heißt, wenn ein Spanier in Italien Nudeln essen geht, dann tauschen die Pasta gegen Pasta? Im Prinzip schon. Aber es ist halt nicht so ein offizielles, es ist mehr so ein umgangssprachliches Wort. Da gibt's doch diese Sendung, oder gab's, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, auf Scumbag-Stern! auf MTV, MTV Next, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ja, die habe ich damals andauernd geguckt, weil ich es lustig fand. Dann kann ich ja gestehen, dass es mir genauso ging. Ja, ich habe damals aber eine Menge Schmamsch geguckt, weil ich es lustig fand. Room Raiders. Ja, das war auch super. Wie die alle immer die Spermaflecken untersucht haben. Und jetzt? Was war das für eine Röhre? Kannst du da nicht rein? Ich probiere es gar nicht erst. Nachher komme ich noch in Kasachstan raus und muss irgendwie für die Baumwolle pflücken oder sowas. Oh, Glückwunsch. Und es gibt jetzt zwei Leben. Geil. Hä, nee, ernsthaft, was war das für eine Röhre? Wollen wir die nicht noch untersuchen? Oder weißt du, was das ist? Nee, ich glaube, das ist ein Ausgang für ein Bonuslevel. Bin mir nicht sicher. Das heißt, wir hätten theoretisch haben jetzt nicht 100%. Ja, aber das gehört jetzt 100% nicht dazu. Wir müssen ja nur alle Level spielen. Ach so. Du hast eine sehr eigene... Weißt du was? Es ist mir jetzt egal, ob das feige ist. Das bringt dir bloß gar nichts, weil du damit auch die Blöcke nicht kaputt kriegst. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, kann man nicht damit nicht diese kleinen Mongos da kaputt haben? Nein, die haben einen Stahlkappenhelm. Dann bringt das ja... Na, aber immerhin kann ich mich jetzt zweimal treffen lassen. Ja, gut. Du könntest auch einfach nicht in dieses Loch hier reinspringen, wo er drin sitzt. Nein, das geht nicht. Na toll, jetzt schaffe ich's. So. Das war jetzt wieder mega unnötig. Irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie stelle ich mich doch auch blöd an. Ich weiß nicht. Tust du das? Ja. Vielleicht hast du noch deine Portal 1-Moral. Was war denn nochmal meine Portal 1-Moral? Alles zu versuchen, außer das Offensichtliche. Aber das Offensichtliche ist in Mario meistens richtig, ne? Ja, in Portal 1 auch. Nö, das Offensichtliche, was meinst du, das E drücken? Nein, nein, das bei der Tür nicht. Das bei der Tür war echt scheiße. Das habe ich verstanden, aber teilweise, wie du diese Geschütztürme ausgeschaltet hast und so. Ach so, ja. So, wie war das jetzt hier? Da ist irgendwo ein Block. Ich muss jetzt mal... Wenn du hochspringst und dann so ein bisschen gleitest, dürftest du den eigentlich spüren. Skali, ich fühle ihn. Wenn ich ein bisschen gleite, dann spüre ich ihn. Hast du ihn gespürt? Nee. Sag mal, Skali. Skali, den musst du doch spüren. Das ist so ein Block. Ja, ich spüre den nicht. Ah, jetzt habe ich ihn gespürt. Immerhin. So, und jetzt hast du Pilz bekommen von dem, das ist ja schön. Und das hier? Ich weiß nicht. Den kannst du jetzt nicht drücken. Das ist ja wohl... Schmamsch ist das. Warte mal. Jetzt versucht er so, anstatt einfach den Block links daneben kaputt zu machen mit dem Schwanz. Ach, das meine ich mit dir, auf den sichtlichen Lösung fallen dir nicht links, nicht rechts. Offensichtlich ist auch für Anfänger. Ja, ich merke das. So, ab in die Röhre. Die ist jetzt orange. Und blau. Ja. Was? Sehst du es? Pass auf, die schalten sich gegenseitig. Ach gut, scheiße, ist schon offen. Fällt der Feigling einfach von der Decke? Das hatte ich jetzt, das... Ich dachte, ich kann da jetzt schön... Naja, das wäre ja auch irgendwie dämlich, wenn man... Oh Gott, da ist der Endgegner. Der kriegt mich nicht. Ja! Ich hab meinen Nemesis. Jetzt ab jetzt geht's wieder bergauf, ich sag's dir. Ja, die nächste Welt machst du alleine, ne? Ja. Also mal schnell das Boss-Level machen, ich reiß das jetzt, Gala. Ja, hau ihn raus. Oder fehlt uns sonst noch irgendwas in der Welt? Nee, sieht alles relativ ML aus. Dann sind wir wieder so weit, wie zu dem Zeitpunkt, als Arne angerufen hat. Ja, und dann ruft er jetzt bestimmt gleich nochmal an. Mongo. Aber ich bin jetzt auch beschäftigt. Ah, guck ihn dir an, der hat einen echten Appetit. Oh, it's terrible. The king has been transformed into a Marienkäfer with Krone on his arsch. Please find the magic wand so we can change him back. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal zu Burger King, ne? Aber auf unser Flugschiff, zu BK. Das IKEA-Flugschiff. Weißt du denn schon, was du essen willst, Scully? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Oh, geil. Ich hätte gern dazu noch eine Tüte Mayo. Sie ist ja krank. Das finde ich jetzt echt nicht... Finde ich unappetitlich, Rushed. Mayo aus der Tüte. Ich meine ja mit Mayo nicht Mayonnaise, sondern Majoran.
Das ist ja noch schlimmer. Oh. Ist mir die Rakete gerade hinten reingeflogen? Ja. Hilfe, ich bin gefangen auf dem Dildo-Planeten. Hör mal, wer da nagelt. Safternte im Hodenland. Harry Potter, klein und schon durchgevögelt, Teil 7. Klein, ja, irgendwie so hieß das. Dicke alte Omas kommen heftig. Warum sind die nackt? Was sind das überhaupt für Dinger? Warum haben die so eine komische Gullideckel als Helm? Ja, die kommen da raus und werfen mit Schraubenschlüsseln. Ach, das sind die. Die habe ich auch schon mal in Mario Hex gesehen. Mhm. Auch das ist. Der ist Verkäufer bei Burger King, der Nachstürmer heimlich aus der Fritteuse. Aber nicht die Pommes, sondern das Öl. Der hat da eine ganze. Der löffelt den Ketchup quasi rein. Also raus. Ja, siehst du doch jetzt hier lecker! Das sieht irgendwie in allen Posen komisch aus. Ich finde dieses Teil extrem. Das sieht nicht aus, als wenn er eine Nase hat. Das sieht aus, als wenn er so eine richtig dicke Backe hat, weil ihm einer eine geschlagen hat. Ja, das auch, aber ich finde diesen Klötenstab da total komisch. Das sieht aus, als würde der den so von hinten jetzt so eine Ketchup-Ladung aus dem Bild rauswerfen wollen. Den kann Geralt wieder haben, so bitte. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much, here's a letter from the princess. Also als Marienkäfer hat er mir besser gefallen. Ja, ich find's toll, wie Yoshi, Toad sich freut. Greetings, you can stomp on your enemies using Kuribo's soul. Have and close the jewel that helps protect you, Princess. Ja. Die schon wieder, die Olle. So, du bist jetzt dran. Ach, warum? Ich hab doch eben. Ja, weil das Spiel. Pusten, Skala, pusten! Nee. Willst du mucken oder was? Willst du? Ja, ich geb dir hier Luigi. Luigi, sagst du? Kommst du mal her? Ich erzähl dich Giovanni. Nein! Yeah. Wendet sich nicht gegen Familie! Du kommst jetzt hierher! Ich schwör dir, das kannst du nicht machen. Das ist ein guter Abschluss für den Part, das machen wir jetzt einfach noch. Luigi! Moin! Das hat dir jetzt gar nichts gebracht. Perfekt! Beim nächsten Mal machen wir dann Level 1 auf Rushs Kanal. Bis dann.